This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am Dienstagabend, den 12. November, für die meisten noch Montagabend, aber für mich Dienstag, weil der Tag mit dem Abend beginnt, habe ich mich eingefunden, um, nachdem ich letzte Woche zur selben Zeit die erste Lesung gemacht habe, heute die zweite Lesung zu machen, über das neue Thema des Systematischen, ganz wichtig ist, dass dieses Wort einführt, systematischer Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche. Das Einleitungsvideo war mir sehr wichtig, vor allen Dingen die Einleitung, die ersten 20 Minuten, die ich da gesprochen hatte. Und ich hoffe, dass jeder verstehen kann, weshalb das nicht nur für mich, sondern allgemein im Grunde auch wichtig ist, um dieses Thema so an den Mann zu bringen. Und ich möchte diejenigen, die ein bisschen darauf warten, mehr oder weniger zwischen Anführungszeichen zur Sache zu kommen, sich ein wenig in Geduld zu üben, weil ich habe beschlossen, dieses Thema, wenn ich es schon angehe, so tiefgehend anzugehen, dass ich mir die ganzen Arbeiten, die der Richard Bennett unter anderem damit gemacht hat, die auch wirklich tief damit einzustudieren. Und inwieweit wir später, nachdem Maximilian den Haupttext, wir sahen Nonnen Kinder foltern oder quälen, wenn der beendet ist, wie weit ich dann noch weitergehe mit anderen Artikeln aus presenceofgodministry.org, weil ich ja gesagt hatte, dass der auf seiner Webseite tausende von Links hat über den systematischen Kindesmissbrauch durch die Jahrzehnte hin. Wie weit ich mich mit dem noch beschäftige, werde ich sehen. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das wird mich und meinen Kanal eine ganze Weile beschäftigen. Wir sind heute beim zweiten Video angekommen. Deswegen möchte ich jetzt auch ohne große Verzögerung direkt mit der Lesung weiterfahren. Ich mache keine weitere große Einleitung. Wir sind in dem Papier, das heißt Die Wurzel der katholischen Sexskandale. Das ist von Richard Bennett von 2003, wie wir wissen. Das hatten wir ja letztes Mal besprochen. Und wir müssen weiterfahren in dem Teil hier am Ende auf Seite 2, die Hand Gottes in der Vorsehung.
In welcher Vorsehung? Ja, in der Vorsehung, worüber wir jetzt sprechen. Ich werde da gar nicht weiter groß drauf eingehen. Wir wollen uns jetzt dem Papier von Richard Bennett von 2003 hier widmen. Das übrigens, auch wenn es 15 Jahre alt ist, heute so aktuell ist wie eh und je. Es ist notwendig, sagt der Autor, die gesamte Krise, ja, also die Krise des Kindesmissbrauchs und der Sodomie, im Licht der Herrschaft Gottes zu sehen und die Ursache dafür zu erkennen, was zu einer dauerhaften, quälenden und aufdeckenden Wunde geworden ist. Die Lehre von der Herrschaft Gottes in den Schriften gibt uns einen erhabenen Blick auf seine Absichten. Indem wir das Wesen Gottes verstehen, gewinnen wir Weisheit und Verständnis, weil, Zitat, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Ende Zitat. Wie wir in Buch der Sprüche, Kapitel 9, Vers 10 lesen. Übrigens mal ein Hinweis von mir, neben den Psalmen sind die Sprüche ein ganz, ganz wichtiges und interessantes Buch, um sich mal durchzulesen. Es ist wirklich voller Weisheit, unter anderem dieses Zitat aus Sprüche 9, Vers 10. Gott ist der Vater und die Quelle allen Guten. Tja. Und der Antichrist, Satan, sein Vertreter hier auf Erden, ist die Quelle alles Bösen. Er ist und kann nicht, unser Gott der Vater, kann nicht der Verfasser oder Befürworter von allem, was böse ist, sein. Er wird als Ursache und Quelle von allem, was gut ist, mit den Worten der Schrift anerkannt. Aus Jakobus, Kapitel 1, Vers 17 lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Da Gott jedoch alle Dinge kontrolliert, dies bedeutet, dass das Böse auch unter der Kontrolle Gottes steht. Er hat in seinem guten Urteil festgelegt, dass das Böse des Abtrünnigen in der gesamten Geschichte zu seinen eigenen Zwecken und zu seiner Herrlichkeit volle Herrschaft haben würde. Der Abfall vom Glauben und seine bösen Früchte gehören zu den ewigen Verfügungen Gottes, die uns in seinem Wort der Wahrheit in den Heiligen Schriften bekannt sind. So, dann gehen wir mal kurz hier in diese Fußnote 3. Das ist, wie ihr seht, mehrere Bibelzitate. Johannes, Thessalonica, Offenbarung, Matthäus, Timotheus und wieder Apostelgeschichte. Und deswegen habe ich hier eine Note gemacht, weil hier, und das war eine extra Arbeit, die Viktor auf sich genommen hat, dafür nochmal herzlichen Dank, Bruder. Er hat dann die ganzen Bibelzitate aus der Schlachte rausgesucht und wir haben die hier mit reingeschrieben. Und wir werden jetzt mit diesen Bibelzitaten biblisch das bestätigen, was der Autor hier sagt. Der Abfall vom Glauben und seine bösen Früchte gehören zu den ewigen Verfügungen Gottes, die uns in seinem Wort der Wahrheit in den Heiligen Schriften bekannt sind. Dazu lesen wir unter anderem in Johannes Kapitel 14, Vers 30, Zitat. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Das heißt, in mir hat er keine Handhabe, gegen mich hat er keinen Anklagegrund, er hat keine Möglichkeit des Zugriffs. Johannes 5, 34. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde. Warum sagt er, es ist die letzte Stunde? Weil Jesus Christus, als er auf der Welt war und dieses sprach, im Römischen Reich bereits hier verweilte. Und das Römische Reich ist das letzte Reich. Es ist die letzte Stunde. Die dauert lange, aber es ist die letzte Stunde. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Ja? Der Antichrist, das heißt der Gegen- oder anstatt Christus, ein Mensch, der am Ende der Zeiten als falscher Messiaskönig auftreten wird. Am Ende der Zeiten, ja, im letzten Königreich, nach dem Fall des heidnischen Roms, den Aufgang des päpstlichen Roms. Das kann man unter anderem auch noch vergleichen in Matthäus 24, 24, 2. Thessalonicher 2, Verse 7 bis 12 und Offenbarung 13, wo es um die beiden Tiere geht.
Die Mehrzahl Antichristen bedeutet hier im weiteren Sinn Gegner des Christus. 2. Thessaloniker 2, Verse 3 bis 12. Ein ganz wichtiger Teil, weil wir hier auch gerade gelesen haben, 7 bis 12 wird hier vorne angeführt. Jetzt lesen wir 2. Thessaloniker 2, Vers 3 bis 12. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall, also die Abtrünnigkeit, die bewusste Abkehr von Christus kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Spricht Paulus hier. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbaret werde zu seiner Zeit. Vers 6. Ein ganz wichtiger Vers, der im Englischen komischerweise Vers 7 ist. Aber, das ist richtig. Vers 6 ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Ich wiederhole es nochmal. Und ihr wisst ja, dass was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückhält, Bezug nehmend auf Vers 6, was jetzt noch zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und da kann Paulus ja nur von dem Cäsar sprechen, weil es war die Regierung der heidnischen Cäsaren in der Zeit, als Paulus dies gesprochen hat. Und er spricht von denjenigen, der in der Regierung dieser Welt kommt, nach den Cäsaren, weil zu der Zeit haben die Cäsaren die Welt regiert. Und wer regiert nach den Cäsaren? Nach dem Fall des heidnischen Römischen Reiches ab 606 die Welt? Das Papsttum. Wir sehen hier ganz deutlich, wie Paulus eben Bezug nimmt auf das Böse, was der Autor Richard Bennett hier uns ja mitteilen will mit diesen Zitaten, die er hier aus der Bibel uns empfiehlt zu lesen, dass wir ganz deutlich verstehen, dass Paulus in der Zeit, in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts, wo er zu den Thessalonikern spricht und sagt, und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Warum wissen Sie das? Weil er ja davor in Vers 5 bereits fragt, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Paulus hat die Thessaloniker besucht und hat ihnen damals ganz deutlich von Angesicht zu Angesicht gesagt, wer derjenige ist, der jetzt zurückhält, wer derjenige ist, der aus dem Weg geräumt werden muss, damit der Gesetzlose offenbart werden kann, den der Herr, folgens Vers 8, verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Das ist die Erfüllung von Daniel Kapitel 2, wo der Stein nicht ausgehauen mit Menschenhand die Statue der menschlichen Königreiche am Fuße trifft und pulverisieren wird und das Pulver dieser Figur vom Winde verweht wird und der Stein ein großer Berg wird, der die ganze Erde umspannt und ein ewiges Königreich wird, das nie vergehen wird, nämlich Jesus Königreich. Das ist das, was wir hieraus lesen müssen. Ja? Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Deswegen schreibe ich euch jetzt den Brief, um es nochmal in Erinnerung zu bringen. Und ich kann natürlich in diesem Brief nicht so deutlich sprechen, wie ich das tat, als ich euch von Gesicht zu Gesicht gegenüberstand. Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Wirken. Ja? Simon der Zauberer, da spricht Paulus hiervon. Nun muss der, welcher jetzt zurückhält, erst aus dem Weg sein. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum, aus dem eben genannten Grunde, ja,
weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, so dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. In Offenbarung Kapitel 17, Vers 18 lesen wir: Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Unzweifelhaft passt das nur auf Rom. Und dafür verweise ich gerne auf meine Lesung von Romanismus und die Reformation, wo diese Dinge alle ganz deutlich bis ins Detail durch Henry Gretton Guinness in seinem Buch von 1888, übersetzt durch Bruder Maximilian, perfekt erklärt werden. Da kann man dann noch tiefer drauf eingehen. Ich gehe jetzt hier nicht in die Erklärung eines jeden Verses ein, weil das mache ich dann in der anderen Lesung. Hier geht es nur darauf, dass wir eben sehen, wie Gott bereits vor dem Bösen in dieser Welt gewarnt hat und dass wir es erkennen können. Ja? Deswegen fährt er fort in Matthäus 7, Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Zum Beispiel die ganzen Priester und Pastoren, die ein falsches Evangelium verkünden. Matthäus 24, Vers 5, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ja, jedes Mal, wenn ein Papst stirbt, kommt ein neuer und sagt, ich bin Christus, und er verführt viele. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Denken wir mal an die ganzen falschen Lehrer im Protestantismus, die Charismatiker, die Ökumener. Denken wir an solche Leute wie Kenneth Copeland und Joel Osteen und Benny Hinn und so weiter und so weiter. Ja? Alles falsche Propheten, die viele verführen werden. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1 sagt die Bibel, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Ja, und wie kann man einen Geist prüfen? Indem man ihn und das, was er sagt, misst am Worte Gottes, an der Bibel und auf keine andere Art und Weise. Persönliches Urteil hilft hier nicht. Es hilft nur das Spiegeln dessen, was er sagt, am Wort der Bibel, am Wort Gottes. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Weil es gibt viele Geister, die sind da und die sind nicht aus Gott. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. 1. Timotheus, Kapitel 4, 1-2. Das habe ich auch in Romanismus und die Reformation gestern Abend das ganze Kapitel selbst gelesen. Zitat, der Geist sagt aber ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Und wir lesen dann auch noch in Apostelgeschichte Kapitel 20, Vers 29 zum Abschluss, denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. An unserem heutigen Tag scheint es jedoch, fährt der Autor fort, als ob Jesus Christus sein Endzeitgericht über die abtrünnige Vatikankirche antritt. Über diese Kirche ist ein Unglück gekommen, das du nicht wegzaubern kannst, wie wir in Jesaja Kapitel 44, Vers 11 lesen. Eine Wunde ist über die Kirche von Rom gekommen, die sie nicht über das Charisma zu überwinden vermag. Der Herr regiert als König, die Völker erzittern, wie wir im Psalm 99, Vers 1 lesen können. Der Herrgott regiert die Welt durch seine Vorsehung, regiert die wahren Gläubigen durch seine Gnade und verwaltet und richtet abtrünnige Systeme in seiner Gerechtigkeit, sogar zur Umkehr. Wir sollen nicht nur glauben, dass der Herr lebt, sondern dass der Herr selbst durch die katholischen Skandale und ihre Herkunft regiert. Die Wurzel der Krise. Welche Krise?
der katholischen Sexskandale. Da geht's immer noch drum. Die wahre Natur der Krise in der katholischen Kirche ist nicht Pädophilie, sondern Sodomie. Die Ursache der Notlage liegt jedoch viel tiefer. Ausgangspunkt ist die traditionelle Lehre der katholischen Kirche zur Überwindung des Bösen. Um die Sünde zu behandeln, schlägt die Kirche von Rom für ihre Priester und ihr Volk vor, nach innen zu schauen, um ihr Schicksal zu finden. So sagt die römisch-katholische Kirche in ihrem Dogma, und zwar können wir das nachlesen, hier in der Fußnote sehen wir, das kommt aus Vatikan 11, Dokumente Gaudium et Spes, 7. Dezember 65, das ist also ein Beschluss vom Zweiten Vatikanischen Konzil aus den 60er Jahren, da sagt die römisch-katholische Kirche, Zitat, dies ist der Grund, warum die Heilige Synode, indem sie das edle Schicksal des Menschen proklamiert und ein Element des Göttlichen in ihm bekräftigt, uneingeschränkt mit der Menschheit zusammenarbeitet, um ein Gefühl der Brüderlichkeit zu fördern, das ihrem Schicksal entspricht. Ende Zitat. Dies ist einer der Grundbegriffe der heidnischen Religion, die besagen, dass es in jedem Menschen einen Funken des Göttlichen gibt. Im Hinduismus heißt es also, Zitat, wenn man sein wahres Selbst versteht, indem man seine eigene unsterbliche Seele erkennt, gelangt man zur Erkenntnis von Brahman selbst. So, und hier müssen wir eben in die Fußnote reingehen, weil ich da noch einen kleinen Kommentar zu geschrieben habe. Atman und Brahman klärt auf. Da können wir hier auf diesen Artikel gehen, aber das ist in Englisch, das erspare ich euch. Ich gehe hier in die Fußnote. Und in dem Link steht Folgendes drin. Hinduismus, also Hinduismus, individuelle Seele ist gleich der Atman, die universale Seele, die katholische Seele, ja, oder die allgemeine Seele ist der Brahman, das Wahre und das Ewigliche. Das ist die Lehre des Hinduismus. Und zu der unsterblichen Seele, die römisch-katholische Kirche ja eben genauso wie der Hinduismus hier lehrt, siehe auch Sendung Nummer 9 von Romanismus und die Reformation, also das, was ich gestern am 11.11. aufgenommen habe, das war Lesung Nummer 9, und gehe auf die Dogmen des 5. Laterankonzils von 1513 bis 1517. Das kann man sich im Internet unter anderem auf Wikipedia heraussuchen, was dort beschlossen wurde. Und was dort beschlossen wurde, hatte ich in Romanismus und die Reformation gestern besprochen. Dann könnt ihr euch das Video anschauen. Ja? Ein ganz wichtiger Punkt, weil schließlich sagt es hier, ein Dogma der römisch-katholischen Kirche aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor knapp 50 Jahren. Dies ist der Grund, warum diese heilige Synode, sprechen von dem Zweiten Vatikanischen Konzil, indem sie das edle Schicksal des Menschen proklamiert und ein Element des Göttlichen in ihm bekräftigt, uneingeschränkt mit der Menschheit zusammenarbeitet, um ein Gefühl der Brüderlichkeit zu fördern, das ihrem Schicksal entspricht. Dies ist einer der Grundbegriffe der heidnischen Religion, die besagen, dass es in jedem Menschen einen Funken des Göttlichen gibt. Im Hinduismus heißt es also, wenn man sein wahres Selbst versteht, indem man seine eigene unsterbliche Seele erkennt, gelangt man zur Erkenntnis von Brahman selbst. Ja? Wie gesagt, deswegen hatten wir die Fußnote gelesen, es gibt keine unsterbliche Seele, aber das ist die heidnische Lehre des römischen Kirche. Rom beharrt darauf, diese heidnische Lehre eines Elements des Göttlichen aufrechtzuerhalten innerhalb des Menschen und bringt ein solches Konzept zu seinem logischen Schluss, indem es versucht, mit Sünde und bösen Neigungen umzugehen. Zitat: Trotzdem wurde der Mensch von der Sünde verletzt. Er erfährt durch Erlebnisse, dass sich sein Körper in Aufruhr befindet. Seine Würde erfordert daher, dass er Gott in seinem Körper verherrlicht und nicht zulässt, dass er den bösen Neigungen seines Herzens dient. Wenn er zum Nachdenken über sein wahres Selbst hingezogen wird, wendet er sich den tiefen Winkeln seines Wesens zu, in denen Gott, der das Herz sondiert, auf ihn wartet und wo er selbst vor Gott sein Schicksal entscheidet. Der Mensch entscheidet sein Schicksal selbst. Das ist natürlich typisch römisch-katholische Lehre, auch ein Beschluss des Vatikan 11, Gaudium et Spes vom 7. Dezember 1965. Absolut entgegen dem, was die Bibel lehrt. Wenn ein Sünder versucht, im Namen Gottes Recht zu haben,
indem er sein eigenes Schicksal in den Augen Gottes entscheidet, dann bedeutet dies, die Person Gottes und sein geschriebenes Wort zu degradieren. Ja, das ist der Grund. Dieser Satz und viele andere in diesem Schreiben von Richard Bennett sind der Grund, weshalb ich Richard Bennett so hoch achte. Ja, ich setze ihn nicht auf ein Podium und bete ihn an, versteht mich nicht verkehrt, aber Richard Bennett, seine Arbeit ist sehr, sehr hoch geschätzt von mir. Ich hatte ja gesagt, er war 22 Jahre Priester in der römisch-katholischen Kirche. Er kann nicht nur Latein, sondern er kann vor allem, wie man das so schön sagt, Pope Speech. Er versteht die Papstsprache, die voll Sophistik und Kasuistik ist. Und zwar in allen Sprachen, in denen der Papst etwas veröffentlicht. Auch in Latein. Und Richard Bennett versteht die Kasuistik und Sophistik der römisch-katholischen Kirche und ihrer Veröffentlichung in allen ihren Pamphleten, Dekreten, Dekretalen, Bullen und Breven, weil er darin gelernt wurde, weil er darin gelehrt wurde und weil er da Talent zu hat. Und deswegen gibt es keine bessere Referenz, meines Erachtens, als Richard Bennett, um diese Papstsprache hier zu analysieren. Und das ist genau das, was er hier macht. Was wir hier gerade eben gelesen haben, trotzdem wurde der Mensch, ne, aus dem Beschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils, genau das erklärt Richard Bennett jetzt, wie es in der Bibel darüber geschrieben steht. Also, wenn ein Sünder versucht, im Namen Gottes Recht zu haben, indem er sein eigenes Schicksal in den Augen Gottes entscheidet, bedeutet dies, die Person Gottes und sein geschriebenes Wort zu degradieren. Die Schrift macht Gottes Charakter und die Mittel zur Errettung bekannt als: so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Das sagt die Schrift in Römer Kapitel 9, Vers 16. Das ist genau gegenübergestellt dem, was die römisch-katholische Kirche hier in diesem Absatz aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil sagt. Ja? Das ist der Punkt. Solch eine herrliche Darstellung der Natur Gottes kann selbst einen Sünder zur Verzweiflung bringen. Und genau so sollte es auch sein. Erst wenn der Sünder die Hoffnung auf Hilfe von sich selbst verliert, wird er sich ausschließlich auf Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit verlassen, nicht auf sich selbst. Sobald der Heilige Geist diese Person überführt, dass es keine Hilfe von innen gibt, wird er erkennen, dass er verloren ist, und ruft er: O Gott, sei mir Sünder gnädig, wie wir in Lukas Kapitel 18, Vers 13 lesen können. Der Gott der unendlichen Gnade ist einem solchen Menschen barmherzig. Der Sünder jedoch, der sein eigenes Schicksal vor Gott festlegt, wird für immer verloren sein, wie wir es am Leben der Priester sehen, die an Kindesmissbrauch beteiligt sind. Selbstheilung lässt den Priester in Hoffnungslosigkeit versinken. Was katholische Priester gelernt haben und welche Lehre sie bei moralischen Problemen zu Rate ziehen, ist die folgende offizielle Lehre. In der Fußnote Nummer 7 lesen wir das auch hier, ein Dokument aus dem Gaudium et Spes vom 7. Dezember 65 vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Richard Bennett wüsste das so auch, weil ihm das ja selber auch beigebracht wurde, als er römisch-katholischer Priester wurde, in der er dann 22 Jahre in der Kirche gedient hat. Zitat: Nur in Freiheit kann sich der Mensch dem Guten zuwenden. Denn Gott wünschte, dass der Mensch in der Hand seines eigenen Rates verbleiben sollte, damit er von sich aus seinen Schöpfer suchen und seine volle und gesegnete Vollkommenheit durch das Festhalten an ihm erreichen kann. Die Würde des Menschen verlangt daher von ihm, aus bewusster und freier Entscheidung heraus zu handeln, wenn er auf persönliche Weise von innen heraus bewegt und gezogen wird und nicht durch blinde Impulse in sich selbst oder durch bloßen äußeren Zwang. Das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Nun, diejenigen, die Roms Lehre über die Würde des Menschen und seine Fähigkeit, Gott zu wählen, glauben, stellen wir die Frage des Herrn. Zitat: Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Johannes 5, 44. Wasser kann nicht bergauf fließen, noch
Wasser kann nicht bergauf fließen, noch kann ein Sünder dem entgegenwirken zu seiner korrupten Natur. Was kann man dann machen? Man muss zuerst anerkennen, dass man geistig tot ist und um Hilfe rufen. Es ist der Heilige Geist, der ein Bedürfnis weckt. Wir hören und lernen vom Vater durch den Heiligen Geist, durch sein geschriebenes Wort. Gottes Wort zeigt den Geist Gottes, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, wie wir in Epheser 1, Kapitel 11, 1, Vers 11 nachlesen können. Es ist genau das Gegenteil von dem, was Rom den Menschen als in der Hand seines eigenen Rates gelassen verkündet. Dieser Begriff Selbstheilung ist jedoch im Katholizismus verankert, zusammen mit seiner Abhängigkeit von seinen 7 physischen Sakramenten, um Gnade zu erlangen. Ja, die 7 physischen Sakramente. Katechismus, Paragraph 1129, sagt darüber: Die Kirche bekräftigt, dass für die Gläubigen die Sakramente des neuen Bundes zur Errettung notwendig sind. Okay? Das kann man auch gerne auf der Webseite noch weiter studieren, muss man das hier anklicken. Der Punkt ist, die Kirche sagt, ohne die Sakramente, ohne die Werke, gibt es keine Errettung. Diese Werke sind nötig zur Errettung des neuen Bundes. Das sagt die römisch-katholische Kirche. Und die Bibel sagt, durch Glauben seid ihr errettet, durch Gnade und das nicht durch Werke, auf das niemand sich rühme. So, da muss man nur vergleichen, was die Bibel sagt und was die römisch-katholische Kirche sagt. 2 total sich gegenüberstehende Behauptungen. Ja? Der Mensch in der Hand seines eigenen Rechts und seiner Würde und Freiheit ist der Rotwein des betrügerischen Stolzes. Diese Lehre ist 1000 Lichtjahre entfernt von der Überzeugung des Heiligen Geistes, der allein von Gott kommt, durch sein geschriebenes Wort. Hört, der Punkt ist, den Richard Bennett hier macht, mit anderen Worten, wie ich ihn mache jetzt, der Mensch wählt nicht Gott, aber Gott wählt den Menschen. Nur aus Gnade allein sind wir errettet. Durch die Gnade kommen wir zum Glauben und der Glaube kommt durch das Wort von Gott, die Bibel. So steht es geschrieben. Und die römisch-katholische Kirche lehrt 180 Grad umgekehrt. Diese Art des Unterrichts ist die grundlegende Ursache der moralischen Krise in der katholischen Kirche. Seit Jahrzehnten haben Erzbischöfe und Bischöfe schreckliche Berichte über Kindesmissbrauch durch einen ausgefeilten Kodex aus Geheimhaltung, Täuschung und Einschüchterung vor den Augen der Öffentlichkeit bewacht. Unter seiner strengsten Strafe warnte Rom die Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe seit 1962 vor den Folgen der Exkommunikation, um den sexuellen Missbrauch des Klerus geheim zu halten. Und das hatten wir ja in der ersten Sendung bereits besprochen, diesen Absatz von Johannes dem 23. 1962. Die Presse hat diese heimliche Gesetzgebung aufgedeckt. Das sehen wir in Fußnote Nummer 9. Und wir hatten das ja schon mal gesehen, das ist jetzt hier, wenn ich das jetzt aufmache, dann gehen wir hier ins Internet und dann sehen wir den Originalartikel. Aber wir erinnern uns, dass ich ja letzte Woche darüber gelesen hatte und das hier ist jetzt so, wie es hier in der römisch-katholischen Kirche vermeldet wird. Das ist dieses Schreiben, über das wir da gestern bereits gesprochen hatten. Das sind hier 39 Seiten, was man dann nochmal extra übersetzen müsste. Naja. Gut, wenn ich dieses PDF aufmache, gerät mein ganzer Computer durcheinander. Das passiert ab und zu, wenn die PDFs so direkt aus dem Internet kommen, dann haben die ihre eigene Größe. Dann machen wir das mal weg hier und dann gehen wir zurück auf unseren Text, den wir hier gerade gelesen hatten. Machen das hier noch ein klein wenig weiter. Ne? So, das weg. Das weg, dass wir alles Text haben und dann gehen wir zurück. Fußnote 9, wo wir gerade waren. Also, die Presse hat diese heimliche Gesetzgebung aufgedeckt. Den Artikel habe ich euch gerade eben gezeigt. Könnt ihr auch finden, wenn ihr ganz leicht auf den Link in den PDF hier klickt. Das PDF, was ich hier lese, all diese Papiere, die ich hier lese,
werden euch spätestens, wenn es fertig gelesen ist, im Internet zur Verfügung gestellt auf archive.org. Und in einem der Teile, weil der Viktor muss die ganzen PDFs zusammenfügen zu einem, dass man das richtig durchlesen kann. Und wenn er das gemacht hat, dann werde ich das alles veröffentlichen auf archive.org. Dann kann jeder das nachlesen, dann kann jeder das verbreiten. Ja? Und der Link dazu, wo man das auf archive.org findet, befindet sich in der Beschreibungsbox des Videos und wohl auch dann in der Beschreibungsbox der Spielliste, in denen ja all diese Videos aufgeführt sind. Also müsst ihr halt nur da reinschauen und dann findet ihr die Links. Ihr müsst mich da nicht persönlich für anschreiben. Die vielen Sodomiten im Priestertum sind auch die schwerwiegendste Ursache der Krise. Sodomie kann nach einer falschen Methode des Umgangs mit Sünde als der zweite Hauptgrund für die gegenwärtige Katastrophe eingestuft werden. Und ich habe ja schon verschiedene Sendungen über die Sodomie gemacht, wie ihr euch erinnert, wo ich Römer Kapitel 1 von Vers 15 bis 32 in 8 Sendungen auseinandergenommen habe. Schaut euch das nochmal an. Stunde der Wahrheit. Ist Homosexualität heilbar? Heißt die Serie. Eigene Abspielliste auf meinem Kanal. Sodomie oder Homosexualität in katholischen Seminaren, da fährt der Autor jetzt fort, Richard Bennett, und sagt, wäre es nicht in katholischen Büchern dokumentiert, würde man die völlige Dekadenz in den Priesterseminaren und in den Priesterschaftskollegien kaum glauben. Aber katholische Bücher selbst dokumentieren das, und da gehen wir hier in die Fußnote 10, zum Beispiel heißt es Goodbye, Good Men, How Liberals Brought Corruption into the Catholic Church von Michael S. Ross und The Changing Face of the Priesthood von Peter Donald Cousins. Das sind also zwei katholische Autoren, die in dem einen Buch hier Auf Wiedersehen, gute Männer, wie Liberale die Korruption in die römisch-katholische Kirche brachten von Michael S. Ross und der zweite Titel von Pater Donald Cousins heißt Das verändernde Gesicht der Priesterschaft. Ja? Und in diesen von römischen Katholiken selbst geschriebenen Werken passiert genau das, was der Autor hier sagt, nämlich, dass man hier diese Homosexualität, die Dekadenz der Priesterseminare und den Priesterschaftskollegien, die man sonst kaum glauben könnte, in ihren eigenen Werken hier dokumentiert wird. So. Die Subkultur, da hatten wir ja auch bereits schon drüber gesprochen in dem extra Papier letzte Woche, letzte Sendung. Die Subkultur der Sodomie, also der Homosexualität, ist überall in den USA weit verbreitet. Seite für Seite von Auf Wiedersehen, gute Männer, also Goodbye, Good Men, erzählt von dem schrecklichen Einfluss von Sodomie, der die Jugend in den katholischen Seminaren durchdrungen hat. Die Ideale der Jugend werden durch unnatürliche Lüste ersetzt, die in den großen Seminaren und Colleges, in denen sie für das Priestertum in den USA ausgebildet werden, vorherrschend sind. Fußnote 11 führt uns hier, dies ist in Kapitel 4 mit dem Titel Die schwule Subkultur beschrieben, also Kapitel 4 aus dem Buch Goodbye, Good Men von Michael S. Ross. Ja. In dem Kapitel 4 des Buches ist diese schwule Subkultur beschrieben, wie sodomitische, homosexuelle Politik gesunde, heterosexuelle Seminare diskriminiert in dem von Regency Gateway Washington herausgegebenen Buch Goodbye, Good Men. Okay. Danke übrigens für die sehr gute Arbeit mit der Fußnoten, dass man das so einfach anklicken kann, um vor und zurück zu gehen. Victor, das hast du wunderbar hinbekommen. Donald Cousins, ein führender katholischer Priester und Rektor von St. Mary's College in Cleveland, Ohio, eines der führenden US-amerikanischen Seminare, erklärt in seinem Buch über das Priestertum, 58% des katholischen Klerus haben eine homosexuelle, eine sodomitische Orientierung. Das ist aus einem Zitat von Timothy Unsworth, The Last Priests in America, also die letzten Priester in Amerika, 1991 erschienen. Andere Studien stellen fest, dass etwa die Hälfte der amerikanischen Priester und Seminaristen sodomitisch orientiert ist. Außerdem wird der Anteil schwuler Männer unter den religiösen Priestergemeinschaften als noch höher eingeschätzt.
Ja, Presence of God Ministry.org, der Nikolas, der spricht auf seiner Seite von 90%. Ja. Und hier auch sehen wir das in Fußnote 13, also das ist hier immer dasselbe Buch, was hier Ibid heißt, immer dasselbe Buch, das zitiert wird. Da müssen wir für die nächsten Fußnoten dann nicht mehr hingehen. Ja. Also außerdem wird der Anteil sodomitischer Männer unter den religiösen Priestergemeinschaften als noch höher eingeschätzt. Und dann sagt er lässig, also der Autor, Zitat, zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die wachsende Wahrnehmung, eine, die von denjenigen, die das Priestertum gut kennen, dass das Priestertum ein sodomitischer Beruf ist oder wird. Und auf den Punkt kommt die Frage, ist das wichtig? Enthält die Frage nicht noch eine andere Form der Homophobie? Ende Zitat. Auch das kommt aus demselben Buch von Cousins. Unter der Überschrift The Gay Crisis, also die sodomitische oder die schwule Krise, sagt Cousins Zitat: Sodomitische Seminaristen fühlen sich wahrscheinlich in einem Seminar mit einem bedeutenden sodomitischen Anteil zu Hause und wohl. Sie fühlen sich zugehörig und ihr Bedürfnis nach sinnvollen, tiefen Beziehungen zu anderen sodomitischen Männern ist leicht zu erfüllen. Und weil sie instinktiv andere sodomitische Seminaristen erkennen, werden Unterstützungskreise und Kameradschaftsgruppen schnell gebildet. Der aufrechte Seminarist fühlt sich hingegen fehl am Platz und interpretiert seine innere Destabilisierung möglicherweise als ein Zeichen, dass er keine Berufung zum Priestertum hat. Also was sagt der Autor hier mit anderen Worten? Das finde ich doch mal eben ganz wichtig, dass wir da kurz drauf eingehen. Diese Seminare sind so mit Sodomiten durchsetzt, dass die Sodomie dort zur Normalität ist. Und wenn es dann einen Schüler, einen Seminaristen gibt, der diesem Seminar beiwohnt, der sich nicht von diesem sodomitischen Gedanken und Tun und Fühlen und Handeln angezogen fühlt, dann kriegt er dadurch mit anderen Worten den Eindruck, ey, Priester, das ist nichts für dich. Da kann man ja im Grunde sagen, das ist dann ja die Hand Gottes, die einen da rausleitet. Offenbarung 18, Vers 4. Kommt heraus aus ihr, mein Volk. Ja, genau das könnte man da sehr gut mit in Einklang bringen. Wir dürfen ja nicht vergessen, wenn diese Seminare so sodomitisch unterspült sind, dann gibt es immer Leute, die fühlen sich da nicht wohl bei. Die Frage ist nur, treffen die dann die richtige Entscheidung und gehen sie oder fügen sie sich? Weil sie meinen eben doch zu diesem Beruf berufen zu sein, des Priesters. Anstatt, und das ist dann, was einigen wohl passiert, wenn sie diese Seminare verlassen, dass die vielleicht dann die Bibel festnehmen können, in die Hand nehmen können und dann sich vom Heiligen Geist leiten lassen, anstatt von dem gefallenen Dämon, der in der Kirche und in den Seminarien der römisch-katholischen Kirche regiert. Ja? Also, von daher fand ich das einen ganz wichtigen Satz. Der aufrechte Seminarist, na, derjenige, der eben sich nicht zu diesen sodomitischen Handlungen, Gedanken und Sachen zugezogen fühlt, der fühlt sich fehl am Platz und interpretiert seine innere Destabilisierung möglicherweise als ein Zeichen, dass er keine Berufung zum Priestertum hat. Na wunderbar, komm da raus! Wende dich Gott zu, wende dich der Bibel zu und sehe, dass du im Priestertum keine Errettung finden kannst. In dem abschließenden Satz des Buches sagt Cousins Zitat: Hinter dem wandelnden Gesicht des Priestertums bleibt das erlösende Gesicht von Jesus, dem Christus. Und auch das ist ein Zitat aus dem Buch, muss ich hier gar nicht draufklicken. Das ist natürlich wie hier Jesus Christus in der römisch-katholischen Kirche als etwas dargestellt wird, was er nicht ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir in der römisch-katholischen Kirche einen anderen Jesus Christus haben als den der Bibel. Und hinter dem wandelnden Gesicht des Priestertums bleibt das erlösende Gesicht von Jesus dem Christus, aber nicht dem Jesus Christus aus der Bibel, sondern dem Jesus Christus, der Tammuz ist, aus der heidnischen, babylonischen Religion. Das Undenkbare ist passiert, fährt Richard Bennett fort. Die Doktrin der Selbsterlösung,
wo wir ganz deutlich wissen, dass die Bibel das genau umgekehrt lehrt. Und die Toleranz gegenüber Sodomie im Priestertum waren die Wurzel der gegenwärtigen Schmach. Was haben wir hier? Fußnote 17. Die Toleranz der Homosexualität wird im Katholizismus durch die breite Akzeptanz der Dignity-Bewegung repräsentiert. Dignity USA ist die größte Bewegung von lesbischen, schwulen, bisexuellen und Transgender-Katholiken. Ja, LBGTTI-Katholiken. So, da habe ich doch sicher noch ein Bild von. LBGT, mal sehen, das mit der Abkürzung, ob ich das da finde. Muss die Disk mal kurz ansprechen, die schläft immer. Das ist keine SSD-Disk, die braucht ein bisschen Zeit, bis sie wach wird. Und da muss sie mal eben hier unter diesem Artikel hier suchen. Da habe ich aber nur den Regenbogen hier. Wo habe ich das denn? Mit Priester? Ich habe da ein Bild von, ich weiß, dass ich das schon mal gebraucht hatte. Ich weiß jetzt nur nicht, unter welchem Stichwort ich das Foto abgelegt habe. Das könnt ihr auch begreifen. Ich habe tausende von Fotos auf meinem Computer und dann fällt es manchmal schwer, ein einziges rauszusuchen, was man jetzt genau dazu braucht. Aber es ist zum Beispiel dieses... Ah, nee, das hier war es. Das wollte ich euch zeigen. Ja? Catholics for LGBT Equality. Ja? Also Katholiken für lesbische, schwule, bisexuelle, Transgender-Gleichheit. Genau das sagt das Bild hier. Und das ist genau das, was wir hier mit der Dignity-Bewegung in den USA haben. Ja? Ihr seht natürlich wieder mal den Regenbogen, den diese Bewegung ja missbraucht. Der Regenbogen, mit dem Gott den Bund mit den Menschen geschlossen hat nach der Flut, dass er nie wieder die Erde mit einer Flut vernichten wird. Die Toleranz der Homosexualität wird im Katholizismus durch die breite Akzeptanz der Dignity-Bewegung präsentiert. Das ist die größte Bewegung von LBGT-Katholiken, was wir hier im Bild sehen. Lassen wir das Bild nochmal ein wenig stehen und dann gehen wir in den Artikel zurück. Und ihr seht natürlich auch jetzt mehr und mehr und mehr, wie das mit dem Kindesmissbrauch, den wir natürlich in der Zukunft noch besprechen werden, zusammenhängt. Also, die Doktrin der Selbsterlösung, was eine total gegen die Bibel gehende Lehre ist, und die Toleranz gegenüber Sodomie im Priestertum waren die Wurzel der gegenwärtigen Schmach. Während das Undenkbare geschah, war der Vatikan unangefochten und erklärte weiterhin, dass seine Lehren und seine Tradition nicht die Ursache sind. So erklärt die römisch-katholische Kirche offiziell in Fußnote 18, wieder ein Papier aus dem Vatikanischen Konzil von 1902 bis 65, aus 65 selbst. So erklärt hier die römisch-katholische Kirche wieder mal mit einem weiteren offiziellen Zitat: Der Mensch gewinnt an Würde, wenn er sich von der Sklaverei der Leidenschaften befreit und sein Ziel vorantreibt, indem er frei das Gute auswählt und sich durch seinen Fleiß und sein Können die hierfür geeigneten Mittel effektiv sichert. Da die menschliche Freiheit durch die Sünde geschwächt wurde, kann der Mensch nur durch die Hilfe der Gnade Gottes sein volles und richtiges Verhältnis zu Gott haben. Ende Zitat. Diese Tradition weist eine der wertvollsten Wahrheiten der Bibel zurück, nämlich, dass Gott denen hilft, die sich selbst nicht helfen können, die immer wieder versucht haben, nur zu versagen. So, und das ist für mich ein ganz deutlicher Hinweis auf Martin Luther. Jeder, der schon mal einen Martin-Luther-Film gesehen hat oder der Martin Luthers Geschichte gelesen hat, der erinnert sich, dass Martin Luther verzweifelt in dem Augustinerorden auf dem Boden herumkroch, auf den Knien herumkroch, dass er die, zwischen Anführungszeichen, heilige Stadt Rom besucht hat, in der Hoffnung, da Erlösung zu finden, in der Hoffnung, da einen Ablass für seinen verstorbenen Onkel zu kaufen und dem aus dem Fegefeuer zu helfen, und dass er versucht hat, mit seinen eigenen Werken, genau wie die römisch-katholische Kirche auch lehrt, die sieben Sakramente, ja, Taufe, Ehe und so weiter, natürlich die Messe, der Eucharist, ja, mit den Sakramenten, mit ihren eigenen Werken für ihre Erlösung zu sorgen. Genau das hat Martin Luther auch versucht, bis er
gelesen hat im Buch der Römer. Und zwar im ersten Kapitel, wir schauen uns das mal eben an, Römer erstes Kapitel in der Schlachterbibel und dann Vers 17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben und nicht aufgrund seiner Taten, nicht aufgrund seiner Werke, nicht aufgrund von irgendwelchen Sakramenten. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der hier eben jetzt auch angesprochen wird. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Diese Tradition weist eine der wertvollsten Wahrheiten der Bibel zurück, nämlich hier Römer 1, Vers 17, dass Gott denen hilft, die sich selbst nicht helfen können, die immer wieder versucht haben und nur versagen. Ich kann so oft versuchen, mich selbst zu retten, wie ich will. Ich werde immer versagen. Wenn ich nicht die Gnade, das Geschenk Gottes annehme, dann werde ich es niemals schaffen. Und als Martin Luther das eingesehen hatte, da hat ihn der wahre Heilige Geist besucht und geleitet von da an. Das Evangelium des unübertrefflichen Herrn. Wenn es eine echte Antwort auf die schrecklichen Verbrechen geben soll, die die römisch-katholische Kirche seit 2000 Jahren begeht, ist es notwendig, dass katholische Priester und Menschen davon überzeugt werden, dass sie mit dem allerheiligen Gott allein, mit dem allerheiligen Gott allein, durch die Gnade allein, durch den Glauben allein und nur in Christus allein, mit aller Ehre und Lob gemacht werden zu Gott allein. Um zu Jesus Christus für das Leben zu kommen, bedeutet es für den Sünder zu erkennen, dass er von jeglichem Anspruch auf Gottes Gnade absolut mittellos ist. Es ist klar zu erkennen, dass er aus eigener Kraft hoffnungslos verloren ist. Mit Gott reinzukommen und zuzugeben, dass er, mit Gott ins Reine zu kommen und zuzugeben, dass er nichts an sich verdient als den ewigen Tod und die Bestrafung. Für das Leben zu Christus zu kommen, bedeutet für den Sünder seine eigene eingebildete Würde und die sogenannte Fähigkeit, Leidenschaften zu überwinden und aufzugeben. Das ewige Leben zu kennen, bedeutet die von Menschen geschaffene Selbstrettung zu verleugnen und vorbehaltlos nur an den Herrn Jesus als Retter und Herrn zu glauben. Das lesen wir im Hebräerbrief, Kapitel 3, Verse 7 bis 8, wo die Bibel sagt, Zitat, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste. Ende Zitat. Ja? Der Blick auf die persönliche Würde und Fähigkeit, sich selbst zu befreien von aller Sklaverei der Leidenschaften, ist schlimmer als töricht. Es ist seelenverdammend. Wir können uns nicht selbst retten. Wir sind, wie man so schön sagt in Deutsch, auf Gedeih und Verderb unserem Gott ausgeliefert. Wir sind seiner Gnade ausgeliefert. Nur durch Gnade werden wir errettet. Und das ist ein Geschenk Gottes. Und nicht durch Werke, auf das niemand sich rühme. Der Blick auf die persönliche Würde und Fähigkeit, sich selbst zu befreien von aller Sklaverei der Leidenschaften, ist schlimmer als töricht. Es ist schlimmer als töricht. Es ist seelenverdammend. Katholische Priester und Menschen sind dafür verantwortlich, die Mittel einzusetzen, die der Herrgott bestimmt hat. Der unübertreffliche Herr hat seine Hand inmitten der Krise gezeigt. Vergebung der Sünde, einschließlich Sodomie, ist Gottes Geschenk an den Gläubigen. Es wird den Gläubigen gewährt, basierend auf Christi vollbrachtem Werk am Kreuze. Und da können wir gleich mal eine Stelle aus der Bibel lesen. Wir gehen nochmal eben kurz in die Fußnote, Fußnote 20. Da sehen wir, es gibt hier verschiedene Bibelzitate und mit denen werden wir jetzt die Lesung für heute abschließen. Angesehen, dass wir schon ziemlich weit gekommen sind. So, jetzt muss ich das nur mal eben sehen, dass ich mir das kurz mal eben in
fetten Buchstaben mache, dann kann ich das etwas leichter lesen. Das hatte ich noch nicht vorbereitet. So, und dann gehen wir mal kurz in die Bibelzitate hier rein. Römer Kapitel 4, Verse 5 bis 8 zum Beispiel. Ne? Also nochmal kurz den Bezug. Es wird dem Gläubigen gewährt, basierend auf Christi vollbrachtem Werk am Kreuz. Da lesen wir jetzt Bibelzitate drüber. Zitat. Römer 4, 5 bis 8. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, denen Gesetzeslosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Aus 2. Korinther, Kapitel 5, Verse 19 bis 21, Zitat: Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Das heißt, zu der Gerechtigkeit, die von Gott gewirkt wird, beziehungsweise die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir können vor Gott nicht stehen, vor dem Vater, aber wir brauchen Jesus Christus als Vermittler, der für unsere Sünde gestorben ist, der von keiner Sünde wusste und der vom Vater im Grunde für uns Sünde gemacht wurde. Ihn akzeptiert er und ihn als Stellvertreter für uns. In Römer Kapitel 3, Verse 1 bis 28 lesen wir: Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Alle, ausnahmslos, und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das will sagen, die Herrlichkeit Gottes. Der sündige Mensch hat die Herrlichkeit, die ihm Gott als sein Geschöpf und Ebenbild gegeben hatte, verloren und verfehlt, der Sündenfall. So dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden, ja, ohne Verdienst, ohne eigene Werke, durch seine Gnade, wer an Jesus Christus glaubt, der wird gerecht gemacht und gerecht gesprochen, ohne eigenes Verdienst, aufgrund des stellvertretenden Sühnopfers des Sohnes Gottes. Gnade ist ein unverdientes, freiwilliges, aus Liebe erwiesenes Handeln Gottes. Aufgrund der Erlösung, Erlösung bezeichnet den Loskauf eines sündigen Menschen von seiner Schuld und Strafe durch das stellvertretend hingegebene Leben und Blut Jesu Christi, die in Christus Jesus ist. Jetzt lesen wir den Vers noch einmal so, wie er eigentlich gemeint ist. Das heißt, wir nehmen das in den Klammern das Beschreibende daraus, das ist, weil das hier eine Schlachter-Studienbibel ist, aus der das genommen ist. Die lese ich normalerweise nicht, aber die hat Viktor hier reingeklebt mit den ganzen Erklärungen dabei, was ja vielleicht auch hier und da manchen Leuten hilft. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. So muss das heißen. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, durch den Glauben an sein Blut und seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein,
sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. So, das ist nochmal genau in anderen Worten das, was wir hier bereits gelesen hatten im 1. Römer, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. So kommen wir zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Titus 3, Verse 5 bis 7. Da hat er uns, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Epheser Kapitel 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung. Durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ganz wichtig ist, dass wir merken, dass in vielen modernen Bibeln durch sein Blut hier nicht drinsteht. Könnt ihr gerne vergleichen. Epheser 1, 7, lest da mal die Elberfelder Bibel oder andere deutsche Bibeln. Da steht in den korrupten, modernen Bibeln, ja, vor allen Dingen die modernen, durch sein Blut nicht mehr drin. Jeremia, Kapitel 23, Vers 6 sagt, in seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. 1. Korinther, Kapitel 1, 30 bis 31, Zitat. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit geschehe, wie es geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Ihr kennt doch meinen Spruch auf Skype, ne? Meine Seele rühme sich des Herrn. Da kommt das her. Ne? Okay, wo waren wir jetzt hier? Römer, Kapitel 5, Verse 17 bis 19 zum Abschluss. Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, also Adam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, Jesus Christus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen, Adam, Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden durch den Gehorsam des einen, Jesus Christus, die vielen zu Gerechten gemacht. Und das bringt die Lesung von heute hier zum Abschluss. Wir werden nächstes Mal in dem Papier auf der letzten Seite, wir machen das eben noch zu Ende, seht ihr, das ist hier unten zu Ende. Also, das wäre natürlich schön gewesen, jetzt mit den Bibelzitaten enden zu können, aber wir schließen das Papier eben noch ab und dann fahren wir nächstes Mal wieder fort. In dem anderen Hauptpapier. Gottes Handeln in Jesus Christus zeigt den Gläubigen seine Gnade. Das haben wir gerade eben anhand der Bibelverse deutlich bewiesen. So dass ihre Augen des Glaubens nur auf ihn gerichtet sind. Römer 5, Vers 17 sagt, denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Was wir hier gerade bereits in einem anderen gelesen hatten, nämlich hier Römer 5, 17 bis 19. Ja, das hatten wir gerade gelesen. Also ist nochmal eine Wiederholung dessen, was wir gerade eben gelesen haben. Wenn der unübertreffliche Herr über die Zeit urteilt, beten wir darum, dass dies zu wahrer Umkehr und wahrem Glauben führen wird. Da wir es mit ihm zu tun haben, der in der Lage ist, alles, was wir bitten oder denken, zu erfassen, so beten wir kühn darum, dass die eigenen Worte des Herrn sich wie nie zuvor erfüllen werden. Richte eine Weissagung an den Odem. Weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem,
So spricht Gott, der Herr. Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Und sie sollen sich auch künftig nicht mehr verunreinigen mit ihren Götzen und mit ihren Scheusalen und durch allerlei Übertretungen. Und ich will ihnen aus allen ihren Wohnorten, in denen sie gesündigt haben, heraushelfen und will sie reinigen. Und sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Hesekiel, Kapitel 37, Vers 9 und 23. Der Endentwurf des unübertrefflichen Herrn besteht in der Erneuerung der Gnade, die es den Sündern ermöglicht, eine Art erste Frucht seiner Geschöpfe zu sein, und dass die Sünder Gottes Anteil und Schatz sein sollten. In den heiligen Worten heißt es, Zitat, nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Ende Zitat. Jakobus, Kapitel 1, Vers 18. In der Vergangenheit hat der unübertreffliche Herr seine erneuernde Gnade oft gezeigt. Inmitten des großen Übels ist dies wieder unser innigstes Gebet. Die Auferstehung der Seelen von der Verdorbenheit der Sünde zum Leben Christi, Jesus ist das Evangelium der guten Nachricht, das wir verkünden. Das Evangelium verkünden wir. Das Evangelium heißt die gute Nachricht. Und das verkünden wir hier mit Hilfe dieses Schreibens von Richard Bennett. Die Wurzel der katholischen Sexskandale dürfte jetzt ziemlich deutlich gemacht worden sein für jeden, wo das herkommt. Es dürfte deutlich sein, aufgrund der Zitate, die wir gelesen hatten aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das stattfand zwischen 1902 und 1965, und im Vergleich zu, was die Bibel sagt, wie verkehrt die Lehre Roms ist und dass diese verkehrte Lehre an der Basis liegt für die Sodomie und den Kindesmissbrauch. Und darauf werden wir in der nächsten Lesung noch weiter darauf eingehen, wenn wir uns wieder dem ersten Papier zuwenden mit dem Titel da mit den Wölfen. Da werden wir nächstes Mal drin weiterlesen, weil dies war ja im Grunde nur das Papier von 2003, das eine Fußnote in seinem neuesten Papier war. Ja? Die Wölfe Roms jagen sogar die Kinder. Da werden wir dann nächstes Mal mit fortfahren. Und inzwischen kann ich euch nur anraten, lest eure Bibel. Maranatha. This is how the